Bei den Kita-Helden traf ich auf Menschen, die genau für das Gleiche einstehen, für das auch ich einstehe. Bessere Rahmenbedingungen für unsere Kindertagesstätten, bessere Arbeitsbedingungen für uns als pädagogische Fachkräfte. Und weil ich weiß, dass man alleine wenig erreichen kann, schließe ich mich der Kita-Heldenbewegung an. Denn gemeinsam verändern wir das Unveränderbare. Der Wind pustet hier draußen durch die Haare und ebenso ist mir Andreas und die Kita-Helden durch den Kopf gepustet. Wenn ihr Lust habt, euch neu zu entdecken, frischen Wind in den Kopf zu bekommen, über euren Horizont hinaus zu wachsen und Lust habt, euch weiterzuentwickeln, dann kommt zu den Kita-Helden. Das bläst euch weg. Die Kita-Helden sind genial. Sie zeigen auf, was alles scheiße läuft bei uns im System. Aber sie zeigen auch, wie man es besser machen kann, was man ändern kann. Und dabei ist der Andreas so authentisch. Er sagt nicht sich, ja, ihr schafft sofort, ihr müsst es nur wollen. Sondern er sagt, es gibt Gegenwind und davon gibt es ziemlich viel. Man ist frustriert. Man möchte manchmal aufgeben. Ich habe das alles schon erlebt. Aber Andreas inspiriert und motiviert mich immer wieder weiterzumachen. Und durch die Kita-Helden habe ich einfach erkannt, was für einen geilen Job ich mache. Natürlich bin ich nicht perfekt. Ich mache Fehler, aber ich kann meine Fehler benennen. Ich kann es einsehen. Ich reflektiere mein Verhalten immer wieder. Und ich bin immer gewillt, mich weiterzubilden in verschiedenen Bereichen. Und den Kita-Helden und dem Andreas danke ich total, dass es euch gibt. Und wir schaffen das auf jeden Fall, die Kita-Welt zu verändern. Ja, lieber Andreas, auch ich möchte dir einmal sagen, warum ich die Kita-Helden unterstütze und begleite. Das tue ich, weil ich mir persönliches Wachstum wünsche, weil ich reifen möchte, weil ich das ganze Potenzial, das da noch in mir schlummert, herausholen möchte als Kita-Leitung, um richtig gute pädagogische Arbeit leisten zu können. Ich möchte richtig gut werden, um einen Rahmen schaffen zu können, in dem unsere Kinder sich bestmöglich entwickeln können, in dem sie die besten Chancen haben. Denn unsere Kinder sind unsere Zukunft und wir sind dafür verantwortlich, dass sie gut gerüstet in diese Zukunft starten, dass sie Fähigkeiten erwerben, selber Dinge zu bewegen und vor allen Dingen sind wir auch dafür verantwortlich, dass glückliche Erwachsene aus ihnen werden. Und deswegen möchte ich heute schon das Beste aus mir herausholen, um eben in meiner Kita mit meinem Team einen Rahmen schaffen zu können, in Zusammenarbeit mit den Eltern natürlich auch und allen anderen, indem sie diese Chancen haben. Und dazu brauche ich natürlich selbst eine starke Persönlichkeit, ich brauche ganz viel Know-how und selber eine Haltung und ich merke, dass ich das durch den Input und die Inhalte, die du uns mitgibst, erwerbe. Also das ist, ich merke, da passiert was in mir, ich merke, da ist Wachstum, da entwickelt sich was und das freut mich riesig. Und deswegen bin ich immer mit dabei und höre dir gerne zu und sauge alles auf, was da so von dir kommt. Ja, vielen Dank für all dies. Guten Morgen. Kurz nach dem Aufstehen ein Video über Kita-Helden und was, wie es mich in meine Kraft bringt. Ich möchte unbedingt was dazu sagen, weil die letzte Woche war für mich unglaublich bereichernd. Ich merke, dass dieses Back to the Roots und zurück zu den Wurzeln, Biografiearbeit, alles begründet sich in mir, mich ganz, ganz, ganz nah an mich bringt. Und ich habe das Gefühl, es katapultiert mich noch näher zu den anderen. Weil diese Werte, die Prinzipien, mein Warum, warum mache ich die Dinge, die ich mache, was sind meine Ziele, bringen mich in eine ganz andere Nähe zu mir selber. Die bringen mich viel, viel näher in mein Gefühl. In Verbindung habe ich auch das Gefühl mit meinem Unterbewusstsein.
Ich höre viel mehr drauf, was mein Körper mir in bestimmten Situationen sagt. Und also das absolut Nachhaltigste und wirklich auch Wertvollste, was ich zu bieten habe, bin ich. Und das impliziert Sichtbarkeit. Ich möchte allen da draußen sagen, zeigt euch nach dem Aufstehen, zeigt euch, wie ihr seid, zeigt euch verletzlich, zeigt euch stark, zeigt euch mit allem, was euch ausmacht. Und je mehr man sich dabei mit sich selber beschäftigt, in die Reflexion geht, in den Austausch geht, desto mehr verändert sich für mich schon nach einer Woche der Austausch mit den anderen. Die Kommunikation ist eine andere, die Reaktionen sind andere und ich möchte einfach allen da draußen sagen, werdet sichtbar, zeigt euch, bringt euch ein mit allem, was ihr habt. Es gibt überhaupt nichts zu verlieren, es gibt nur zu gewinnen. Und bitte, 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 seid einfach ihr selber und schmeißt euch rein mit allem, was ihr habt. Ich wünsche euch, dass jeder da draußen ein Kita-Held, eine Kita-Heldin ist und seine Kraft zum Leuchten bringt. Danke, Andreas. Bist du ein Kinderbeschützer? Dann bist du ein Kita-Held. So wie ich habe die geile Kita-Coach-Ausbildung beim Andreas gemacht. Und der Typ ist mal Hammer. Nicht nur er, sondern auch viele andere Kita-Helden und Kita-Heldinnen. Und wenn du ein Kinderbeschützer, ein Erzieherbeschützer und ein Familienbeschützer sein möchtest, so wie ich, dann machst du das nicht natürlich mit dem Schwerte, sondern mit den Worten. Und warum bin ich ein Kita-Held? Warum bin ich von den Kita-Helden-Prinzipien so überzeugt? Ganz einfach. Sie sind bodenständig, sie sind verdammt cool, verdammt geil und sie sind verdammt ehrlich. Und ich bin begeistert von den Kita-Helden. Und was ist mit dir? Wo sind die Männer da draußen? Wo sind die männlichen Fachkräfte? Wo sind die Erzieher? Hab Standing und zeig Mut. Zeig Power für die ganzen Kinder da draußen. Und natürlich für eure Kolleginnen, die Erzieherinnen und die weiteren Fachkräfte, die da draußen sind. Hab Standing, beschütze Kinder. Zeig Haltung mit den Werten und Prinzipien der Kita-Helden. Egal welche Kita du da draußen bist, egal in welcher Einrichtung du arbeitest, Power und Empathie, echt geniale Kräfte, aber auch Menschlichkeit. Und die Kita-Helden, die bleiben weitergetragen durch Personen wie mich. Und machst du mit? Beschütz dich selbst! Und ergib dich nicht den Rahmenbedingungen, sondern kämpfe gemeinsam mit anderen Erziehern und Erzieherinnen, mit anderen Fachkräften, mit den Trägern und den anderen Kita-Helden da draußen, gemeinsam für die Kita-Helden-Power.